Willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme. Dam, 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 da, dam, dam. Wir bauen die Schmiede. Ich brauche Stein. Ich brauche ein bisschen viel Stein, deswegen nehme ich mir ein bisschen mehr mit. So. Und natürlich wird es wieder dunkel. Diesmal gehen wir da hinten mal pennen. Eigentlich kann ich auch direkt... Dum, dum, da, dum. So, also dies ist schon die... Du kannst nur nachschlafen, wie immer. Dies ist übrigens die 194? Ja, die 194. Aufnahme von Let's Play Minecraft. Wir nennen uns echt rasant... Wir nähern uns dem Ende der ersten Staffel, und zwar stehenden Fußes. Ich will nur die Musik hören. Alles andere ist mir egal. So. Da hinten ist die Kanone. Ich würde sagen, wir bauen hier direkt an. Direkt hier. Könnte ein bisschen eng sein, oder? Ja, wir schauen mal. Okay, das war schon mal falsch, denn ich will Ja, dann brauche ich... Mein Gott, das ist dahin. Das war übrigens kein Rohrglas, war Absicht. Eichenholz. Eichenholz brauche ich. Ist das toll. Musik in der Playlist, die man nur... Die nur ich hab. Kein anderer. So, ja. Ich hab schon wieder was vergessen. Ich brauch... Ja. Jein. Ich habe meine Sprache verlernt. Bitte helft mir. Okay, das war falsch. Ich hätte gerne einen Cheeseburger und 50 Gramm Pommes zum Mitnehmen, bitte. Ja, frag nicht, warum ich das gerade gesagt habe. Die Schmiede, die soll... Ah, soll sie dunkel sein? Dunkel, die wird düster. Ja. Nee, natürlich kriegt sie noch ein bisschen Glas. Was ich aber machen will, ist... Ist das eigentlich richtig hier? Ja, ne? Ja. Ja, das ist richtig. Die Schmiede wird... Na, wie sieht das denn aus? Das kommt mir so ein bisschen eng vor hier. Warte mal, ich nehme mal ein bisschen Erde weg. Mal gucken, wie es dann aussieht. Kriegt man hier Platzangst, sobald man hier entlang geht? La, 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 la. Ich hab meinen Namen geändert und heiß nicht mehr DJ MJ. Yeah. Dum, dum, dum. Wie kommt mir der Weg so komisch vor? Ich glaube, den versetze ich einmal nach rechts. Dann passt das, glaube ich, wieder. Oder ne, warte mal. Das machen wir anders. Einer hätte da liegen bleiben können. Nö. Gehen wir weg. So, jetzt Erde. Ja, ich glaube, das ist besser. So, ja, die Tür hätte ich gerne auch mittig. Ich glaube nicht, dass das so... Ich sollte mal ein bisschen mehr planen, ne? Eieiei. Eieieiei. Dann kloppe ich hier mal wieder die Fenster raus, beziehungsweise die Steine, die einfach mal so drin sind. Gut, dann zähle ich das Ganze mal. Ich glaube, so in dieser Größe will ich das auch haben. In dieser Größe will ich das auch haben. So, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 und 9. Denn ich muss eine Tür ja drin haben. Das heißt, hier hätte ich gerne... Stopp. So. Hier hätte ich gerne einen Block. Ja, dann... Ach, dann nimm doch halt die... Oh. Alter. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Oh, ich bin so aufgeregt. Staffelende. Ah. Ah. Okay, ich glaube, das ist ein bisschen overdrived. So, zählen wir gleich mal die Mitte ab. 1, 2, 3, 4. Ja, hier. La, la, la. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie ein Gesicht, aber könnte man machen? Fragezeichen. Man hört sich hier die Tastatur so im Hintergrund. Wenn ich mit den Tasten jongliere, wenn ich abrutsche von den Tasten. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Ich glaube, hier machen wir auch 9. Dann wird das Ganze symmetrisch und passt hinterher, hoffentlich. Ich kann mich natürlich auch irren und wenn ich mich irre, dann habe ich mich geirrt und dann muss ich ganz viel abreißen. Das ist so toll, wenn man hier auf den Baumschule guckt und man sieht Busch. Also, nicht George Bush, ne? Man sieht Busch. Bin ich jetzt hier auf dem richtigen Punkt? Ich glaube, das... Ja, ja, das wird schon... Weil ich sehe, dass ein bisschen verschwommen ist. Ist das richtig so? Okay, das dürfte so klappen. Ja, und dann hier. Dann kommt hier jetzt der Block. Im Endeffekt wird eine... Eine Seite, die hier wird jetzt dicht gemacht. Hier kommt, ich glaube, so in Dreierhöhe werden dann die Schmieds gebaut. Ich muss gleich mal, ich werde einfach mal den Crafting-Tisch hier irgendwo hinschmeißen. Da, genau. Und dann werde ich mal einfach mal ein paar Öfen bauen. Eigentlich reichen mir 3. Wir haben jetzt 2, 3, so. Weil ich muss es ja herausfinden, wie ich bauen muss. Nein! Kacke. Ich glaube, ich muss da hinten noch einen... Ich muss hier hinten einen Stein setzen. Ja, so geht's. Ja, ich glaube, in Dreierhöhe, da machen wir da... Ja, in Dreierhöhe machen wir das. Das heißt, da oben wird dann die Decke sein. Und dann ist hier auch wirklich alles voll. Ja, genau den wollte ich jetzt nicht setzen. Manchmal ist das auch ein bisschen doof hier. Mit der Steuerung. Das ist schön, dass hier irgendwie Gras sitzt, obwohl da kein Gras ist. Okay. Dann ist das trotzdem noch schön beleuchtet und man hat... Oh, wir haben Omas an... Dinge, das heißt, ich brauche noch 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 3 mal 6 sind 18. Ich kann Kopf rechnen. Seit wann kann ich Kopf rechnen? Ich überrasche mich immer, ich überrasche mich jetzt heutzutage immer mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gut, 16. 17, 18. Mit 18 Öfen kann man viel machen. Also wir haben dann 21 Öfen. Ah. Okay, dann heben wir hier schon mal den Boden aus. Denn auch hier muss schließlich Stein rein. Aber ich habe mir eine Idee. Ich pflücke jetzt ein paar Bäume von da hinten. Also aus dem Dschungel, aus dem Dschungelcamp und werde das Ganze dann hier mit dem Dschungelholz setzen, also Dschungelholzboden. So haben wir einen perfekten Boden, also das hier, genau diese Bodenart, Holzart, die eignet sich perfekt zum Boden. Haben wir da übrigens noch Dschungelholz? Nein, haben wir nicht. Aber hier haben wir noch Tropenholzbretter
Genau die kann ich gebrauchen. Die werde ich jetzt auch einsetzen. Das wird allerdings nicht reichen, deswegen gehe ich gleich nochmal rüber. In den Dschungel. Um ein paar Bäume zu schlagen. Mal so, damit ihr einen kleinen Einblick kriegt. So sieht das Ganze dann aus. Und wird auch super sein. Übrigens, ich habe eine traurige Nachricht gehört vor kurzem. Und zwar einer der größten Spieleentwickler, THQ, ausgesprochen Toy Headquarters, gegründet 1989, meine ich, also sehr früh, war einer der Pioniere in der Branche. Und ja, die gibt's leider nicht mehr. Die sind pleite gegangen. Haben Insolvenz angemeldet. Ich gehe jetzt erstmal kurz zum Bett. 2012 haben sie Insolvenz angemeldet im Dezember und sind dann leider pleite gegangen. Beziehungsweise der Konzern wurde zerschlagen und die ganzen Studios suchen natürlich jetzt einen neuen Publisher. Die Studios gibt es noch, also die Spiele werden ja weiterhin entwickelt teilweise, nur es fehlt dann eventuell der Geldgeber, der das Ganze dann finanziert und auch published, also released. Für Metro zum Beispiel. Metro 2033, kennt viele, habe ich auch Let's Played. Ist auch von THQ. Und beziehungsweise von, ich weiß nicht, welcher Entwickler das ist. Ich hatte den Namen im Kopf, aber ich brauche hier gar nicht lang. Aber habe ich vergessen. Ne, aber das wird dann ganz so, beziehungsweise die ganzen Studios, die haben, beziehungsweise die anderen Großkonzerne haben sich jetzt was vom Kuchen geholt und sich praktisch die Studios aufgekauft oder gegriffen. Ich glaube, das einzige Studio, was noch nicht hatte bis jetzt oder keinen Unterschlupf hatte, war, keine Ahnung, die Entwickler, die Darksiders produziert hatten. Also so läuft das Ganze. Es gibt Entwickler, Studios, die unter Publisher im Hause sind sozusagen. Und die, ich will mir jetzt kein Bein brechen hier. Ja, und die sind dann halt, ja, machen dann halt die Spiele. Ne, und Metro, das Entwicklerstudio, es kommt ja das Spiel Metro Last Light raus, was ich übrigens auch noch Let's Playen will. Ich bin sehr gespannt drauf. Werde ich mir auf jeden Fall holen. Das wird auf jeden Fall released, allerdings nicht mehr von THQ, das die leider nicht mehr gibt, sondern denn von Koch Media, kennen auch einige sicherlich. Ist eigentlich eine sehr, sehr gutes Publisher, sehr guter Publisher. Für Software, also Spiele und Unterhaltungsmedien, also DVDs. Ich weiß nicht, ob CDs da auch drin gehören, aber Alter, scheiße, bin ich hoch. Kann ich hier, ja, ich kann hier runter gleiten. Im Prinzip brauche ich nur einen kleinen Baum. Deswegen will ich hier so ein bisschen entlang laufen. Eigentlich müsste ich mir, ich könnte ja auch mit Knochenmehl Bäume wachsen. Dann sparen wir uns eventuell das große Rupfen. Naja, also ich finde das echt schade. Weil es gab ja einige gute Spiele, die THQ veröffentlicht hat. Darunter Supreme Commander. Den zweiten Teil kenne ich leider nicht. Aber den, ich will hier doch nicht runter. Wie komme ich denn hier wieder hoch? Ja, ja, so, gut. Ne, und darunter dann auch Metro. Wobei, an den Schattierungen müssen die noch arbeiten. Jetzt habe ich so viel gequatscht und ich habe immer noch keinen Baum gefällt. Wir haben schon wieder 15 Uhr. 15 Minuten meine ich, nicht 15 Uhr. Wir haben 20 Uhr, Punkt genau. Yeah. Ich habe schon einen Monat beinahe nicht mehr aufgenommen. Lü, 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 lü. Da ist ein Baum, den nehme ich jetzt. Alter, was ist denn da draußen los? Ja, wie gesagt, ich beende dann mal die Folge und wir hören uns dann später wieder. Bis dann!